Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung in Avorion. Ich bin der mächtige Braincore und heute stelle ich euch meine neue Oberon vor, die ich für Avorion 2.0 angepasst habe. Also bleibt dran, es wird spannend. Als Refit-Schiff stelle ich normalerweise meine überarbeiteten Versionen in der Serie Neue Schiffe für alle vor. Die Oberon jedoch hat eine solch große Verwandlung hinter sich, dass ich dem Schiff es nicht gerecht finde, es in nur einer kurzen Erwähnung alles zu erzählen, was ich damit gemacht habe, außer ein paar Blöcke zu ersetzen. Im Link rechts oben könnt ihr mal die ältere Version der Oberon ansehen, wo ich sie zum ersten Mal vorgestellt habe. Ist auf jeden Fall ein schöner Vergleich zu sehen, was sich damals und heute vieles geändert hat. Ich starte allerdings jetzt mit der jetzigen Oberon. Die Oberon Version 4 aktuell ist ein 6-Slot-Kreuzer. Das erste Mal am 10. April 2018 vorgestellt. Die Waffenkonfiguration ist unverändert aus 4 Hauptgeschützen und 16 Sekundärgeschützen sowie 6 Torpedowerfer. Für Avorion 2.0 habe ich jetzt mehr Energiespeicher und Generatoren hinzugefügt, um den Schiff für den Hyperraumsprung zu optimieren, als auch die Versorgung von mehr Subsystemen, da diese jetzt eine größere Rolle in einem Schiff spielen können. Als ich dieses Schiff damals gebaut habe, wusste ich viele Funktionsblöcke nicht optimal zu nutzen, beispielsweise Integritätsfelder, wo ich einfach nur dachte, okay, ich setze irgendwo einen Block hin und dann leuchtet alles blau, dann ist das Feld für die strukturelle Stabilität drin. Nee, ich habe eigentlich dann festgestellt, man kann das auch anders machen, indem man den Block größer setzt, dann hat es einfach nur ein größeres Feld, mit einem einzelnen Block viel energiesparender mehr Blöcke abdecken kann. Und der andere Punkt ist auch hier, ich habe viele Blöcke verbaut, die ich jetzt nicht optimal weiter nutze, wie beispielsweise Gyroskope oder Korrekturtriebwerkdüsen. Und das alles habe ich jetzt noch einmal hinzugefügt, ein bisschen den Frachtraum reduziert, um ein größeres Trägheitsfeld einzubauen. Also die ganzen kleinen Funktionen, um die Optimierung der Statistiken beizubehalten. Und ich muss natürlich auch ein paar neue Blöcke zufügen. An dem Schiff sehr gut zu erkennen, auf der unteren Fin, dass sie länger geworden ist. Ich habe jetzt mehr Schildpunkte drin, als auch die Energiegeneratoren und Speicher sind in dem Schiff besser verbaut. Weil ich wollte auch die Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit des Schiffes wie dem Original beibehalten. Da ich mit den Jahren auch gelernt habe, dass Hüllenblöcke länger halten, wenn sie größer sind, weil sie mehr Hüllenpunkte haben, bin ich dazu auch übergegangen, dass ich viele der kleinen Blöcke, die zur Zierde waren, abgelöst habe und sie für eine große, glatte Fläche ausgetauscht habe. Jetzt kann man sich darüber streiten, welches der Schiffe einem besser zusagt. Ich werde auch beide im Workshop drin halten, allerdings die überarbeitete Version ist jetzt das, was man bekommt. Um natürlich auch noch viele schöne Details drin zu lassen, habe ich den Spaß gemacht. Ich habe zwischen den einzelnen Panzerplatten eine kleine Rille hinzugefügt, wo man ein bisschen die Funktionsblöcke durchscheinen lassen kann. Aber ganzen zusammengefasst wirkt das Schiff jetzt viel moderner, schnittiger und genauso wehrhaft wie sein Vorgänger. Kommen wir mal aus der Nähe der Details. Die Frontbewaffnung ist gleich geblieben aus insgesamt 8 verschiedenen Gatling-Türmen, die jeweils mit diesem dreiläufigen Geschützturm dargestellt werden. Ihr könnt natürlich auch hier die Hauptbewaffnung aus 4 doppelläufigen Kanonen, auch Trailguns oder andere Geschütze auswechseln. Ich bevorzuge einfach nur die Kanonen, weil ich gerne dieses brachiale Design mag. An den Flügeln habe ich die Geschütztürme durch 4 Linksgeschosse ausgestattet, weil Plasmawaffen oder Pulskanonen doch meine sekundäre bevorzugte Wahl sind. Man kann also jetzt eine komplette Rundumverteidigung aufsetzen mit automatisierten Türmen. Und neu hinzugekommen sind auch 2 Docking-Ports, mit denen ihr Container oder auch Wracks, die ihr in einem Sektor gefunden habt, mitnehmen könnt, wenn ihr gerade was braucht. Und nichts vergessen, die Torpedowerfer. Insgesamt 6 Stück. Ich bevorzuge es in 3 Gruppen über 2 Torpedos abzuschießen. Das orangefarbene Leuchten ist einfach nur eine optische Spielerei, um den Trägheitsdämpfer doch mal zu sehen, wenn er leuchtet beim Bremsen. Die klassische Gefechtsbrücke ist durch eine schlankere, elegantere U-Boot-Brücke ausgetauscht worden.
und schon die häufig erwähnte untere Finne, wo ich noch mehr Schildgeneratoren als auch Energiepacks reingepackt habe. Die gibt dem ganzen Schiff nochmal ein, ja, noch filigraneres Design, als es vorher war. Also die Kombination aus der glatten Panzerung als auch den langen Flügeln lassen das Schiff wirklich mehr nach einem schnellen Angriffskampfschiff wirken. Das ist aber auch jetzt der Schwerpunkt, den das Schiff immer noch hervorsticht. Es ist nicht nur gut gepanzert, es ist auch sehr schnell und wendig. Das kann ich euch gleich auch vorführen. Mit dem Bauwissen habt ihr natürlich eine Beschränkung anhand der Größe der Slots. Wenn ihr irgendwann Naunit bauen könnt in einem Survival-Spiel, dann könnt ihr dieses Schiff auch bauen. Die Begrenzung liegt hier auf 6 Slots. Und ich habe jetzt wirklich die Grenzen, die das Schiff bietet, soweit es geht, ausgelastet. Das ist also ein 6,9 Slotter, also ein fast 7er, wenn ihr noch ein paar Blöcke drauf baut. Und gleichzeitig, wie ihr sehen könnt, 34.000 Hülle, 17.000 Schilde. Solltet ihr das Schiff jetzt komplett auf Naunit aufwerten, könnt ihr dann auf knapp 50.000 hochgehen. Die Rotationsgeschwindigkeit ist immer noch sehr hoch. Ich habe sehr stark auf Wert gelegt, dass ihr nach links, rechts den Pitchwert auf 2 habt. Ihr seht also, ihr könnt euch ziemlich gut wie ein kleiner Jäger um die eigene Achse drehen. Um auch wirklich so schnell wie möglich mit den Kanonen auf das Ziel auszurichten. Kanonen haben immer einen Nachteil, und zwar sie drehen sich langsamer als Maschinengeschütze, wie ihr sehen könnt. Aber es sieht natürlich voll geil aus, wenn ihr natürlich so eine Freizeit gibt. Und wenn ihr natürlich selber fliegt, dann könnt ihr natürlich mit der Nase auf Gegner drauf halten und die Geschütze brauchen dann nicht so einen großen Wendekreis, um sich auf das Ziel auszurichten. Ich habe jetzt 2 Zutane-Module drin, dementsprechend habe ich jetzt hier die bewaffneten Türme für Geschütze, weil sie sehr groß sind. Sekundär nur insgesamt 8 von den kleineren. Auf der Unterseite habe ich jetzt keine, brauche ich noch mehr Geschützkontrollsysteme, um mehr reinzusetzen, aber das spielt jetzt keine große Rolle. So, das sieht schon mal so gut aus. Wenn jetzt noch die Energiegeneratoren auf Naunit Level, habe ich dann den maximalen grünen Balken. Das heißt, wir können dann auch länger und schneller den Boost einrichten, aber von der Beweglichkeit und Manövrierbarkeit. So. Wir beschleunigen auf 512 Meter die Sekunde. Das ist zwar ziemlich gut. Mit dem Boost könnt ihr sogar auf knapp 3000 kommen. Und wenn ihr alle Tasten loslasst, ihr seht, ihr bremst genauso schnell, wie ihr Gas gibt. So, was haben wir denn hier? Beschleunigung 65, Bremsen 39. Also ihr seht, ein gutes 2:3 Verhältnis, um das Schiff zu manövrieren. Wenn ihr Gas gibt, wie gesagt, bis zu 3000 kann ich erreichen. Wahrscheinlich dann war das nur noch im Naunit- oder Trinium-Bereich. Na gut, nur bei 2000 Meter Sekunde. Ist aber auch trotzdem noch schnell. Energieverbrauch ist eigentlich soweit in Ordnung. Das heißt also, ihr könnt sogar einen Gegner einholen, um ihn am Rücken auf die Quest zu geben, sollte er abhauen. Eine der schönsten Sachen finde ich immer noch die neuen Kapitäne, dass sie sowohl mit automatisierten Waffen als auch mit nicht automatisierten Waffen relativ gut umgehen können. Die KI selber benutzt das Schiff jetzt nicht so, wie ich es machen würde, aber sie fliegt ihre Runden ganz angenehm, kann Treffer ordentlich einstecken und Piraten jeglicher Art im Nu auseinandernehmen. Wunderbar, was für ein Treffer. Ja, damit sind wir auch schon zum Ende der heutigen Vorstellung. Die Oberon könnt ihr in meinem Workshop finden. Ich habe den Link zur Oberon in der Beschreibungsbox unter dem Video hinzugefügt. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Like. Ihr könnt mir gerne eure Fragen oder Meinungen in die Kommentarboxen reinschreiben. Ich freue mich immer, die zu lesen. Und für neue Zuschauer, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Vorstellungen von mir verpasst. Dann sind wir auch schon zum Ende der heutigen Vorstellung angekommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und noch viel, viel mehr weiter. Das war euer mächtiger Brain für heute. Bleibt gesund.